Moin Moin, hier ein kurzes Update, wie hier so die Lage auf YouTube ist. Ihr wisst ja, YouTube hält die Meinungsfreiheit hoch und löscht alles, was dieser Pandemie-Eindämmung im Weg steht. Das heißt, jeder, der sich gegen die Regierung ausspricht, der läuft Gefahr, wenn er da zu kritisch ist, dass seine Videos gelöscht werden. Das macht aber YouTube ja nicht, weil sie da wahrscheinlich, okay, wahrscheinlich haben sie da auch Lust drauf, aber sie machen es einfach, weil es eine EU-Regelung gibt. Die EU hat ja Google, Twitter, Facebook und wie die alle heißen verpflichtet dazu, dass sie gegen medizinische Missinformationen oder Fehlinformationen vorgehen. Das heißt natürlich, das ist natürlich so geframed, ja, damit sich alle auch an die Pandemie und die ganze Maßnahmen halten, dass die Pandemie eingedämmt wird. Deswegen müssen wir gegen da Fehlinformationen vorgehen. Es kann ja nicht sein, dass die Leute falsche Informationen erhalten. Wir wissen ja, Ursula von der Leyen hat das auch gesagt, vertrauen Sie nur den offiziellen Medien und der Regierung. Insofern bildet euch bloß nicht ein, das irgendwie zu hinterfragen. Man soll alles stur glauben und sich bloß nicht mal ein bisschen umfangreicher informieren. Ja, und ihr wisst ja, wie das bei YouTube ist. Ich kann es mal ganz kurz erklären. Da ist es so, ja, man wird jedes Mal, wenn dann ein Video gesperrt wird, man hält dann eine Verwarnung. Und wenn man bei der dritten Verwarnung ist der Kanal dann komplett gelöscht. Da stand ich dann jedes Mal kurz davor. Ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es denn da ging. Also im November wurde in meinem Video Besondere Helden und das Rezo-Video gesperrt, das Video Besondere Helden. Ihr wisst ja, es gab von der Bundesregierung diese Filme, wo dann die Leute gefeiert worden sind, die sich ganz streng an die Maßnahmen gehalten haben, zu Hause auf der Couch gelegen haben. Die wurden dann zu Helden sterilisiert. Da haben wir so ein kleines Parodie-Video gemacht. Dann das Rezo-Video. Rezo hat ja auch ein Video zu den Querdenkern gemacht. Und da habe ich einfach mal sein Video Fakten gescheckt. Und ja, zum Glück war es dann so, ich habe da eine Anwältin eingeschaltet, Caroline Seibt habe ich da eingeschaltet, die Mutter von Naomi Seibt. Und ja, da war es dann auch so, dass, ja, abgemahnt, freigeschaltet. Das Rezo-Video war nach 2 Tagen wieder freigeschaltet. Das andere Video, Besondere Helden, das hat dann circa eine Woche gedauert. Ja, und es war insofern ein bisschen schade, dass das alles so lange gedauert hat, weil natürlich, ich habe diese Videos relativ schnell produziert, habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen, damit es dann auch zeitnah zu den Originalvideos rauskommt. Bei Besondere Helden war es auch direkt irgendwie auf Platz 2, wenn du Besondere Helden eingegeben hast. Das war auch bei YouTube am Trenden. Und natürlich, wenn es dann direkt gelöscht wird, ist natürlich schade. Dann, ja, jetzt haben auch das Gleiche bei dem Rezo-Video auch. Das war auch gerade am Trenden, wurde dann auch direkt gelöscht. Und jetzt, ich glaube, die Videos, keine Ahnung, haben 10.000, 20.000 Aufrufe erreicht. Natürlich bin ich da jetzt auch nicht total unzufrieden mit, aber es wäre viel, viel mehr geworden, wenn YouTube ja es dann nicht so mit der Meinungsfreiheit hätte. Dann war es im Dezember. Im Dezember wurde ein Video gelöscht, wo Foxy in der Innenstadt unterwegs war und Passanten interviewt hat. Da ging es zum Thema Lockdown und Impfungen. Und natürlich, das Video wurde gesperrt. Es wurde auch nicht gesagt, was denn, welche Stelle da jetzt ganz schlimm war. Ich meine, wenn YouTube wenigstens sagen würde, okay, die und die Stelle enthält medizinische Missinformationen, dann könnte man das ja irgendwie rausschneiden oder irgendwie ja, überpiepen oder so. Es gibt ja auch bei YouTube so eine Funktion, wo man was rausschneiden kann. Auf jeden Fall ist es so, dass man Bilder unkenntlich machen, beziehungsweise Gesichter unkenntlich machen kann. Rausschneiden geht, glaube ich, aber auch, ohne dass man das Video offline nimmt. Und ja, dadurch, dass wir dann da YouTube wieder abgemahnt haben, es aber nicht freigegeben wurde, haben wir dann gesagt, okay, wir klagen mal dagegen. Dann sind wir hier vor das Landgericht in Hamburg gezogen. Da wurde es natürlich relativ schnell abgelehnt mit der Begründung, ja, man kann ja auch auf andere Plattformen gehen, deswegen hat das keine Allbedürfnis. Da haben wir dann Einspruch gegen eingelegt. Das Oberlandesgericht hat das auch abgelehnt.
Ja, letztendlich, ich kann natürlich noch weiter auf die Begründung darauf eingehen, aber ihr wisst letztendlich, Hans-Hermann Hoppe sagt immer so schön, der Staat ist letztendlich immer der Entscheider bei allen Konflikten, auch die Konflikte, die ihn selbst betreffen. Und wenn natürlich der Staat solche Regelungen macht, dass jetzt da gerade eine ganz schlimme Pandemie unterwegs ist, wo wir gegen Fehlinformationen vorgehen müssen, die dann diese Pandemiebekämpfung behindern könnten, dann wird natürlich der Staat dementsprechend auch Recht sprechen. Insofern, jetzt hat die Caroline Seibt hat mich auch angeschrieben, hat mich gefragt, hey, wollen wir dagegen noch weiter klagen, wollen wir vor das Bundesverfassungsgericht? Aber da habe ich auch gesagt, okay, das ist den Aufwand nicht wert. Ich meine, um das Finanzielle geht es mir nicht unbedingt. Ich glaube, da habe ich jetzt, keine Ahnung, also ich habe jetzt auch die Rechnung vom Oberlandesgericht liegen. Ihr seht hier, 399 Euro hat es gekostet, auch sonst die anderen Anwaltsgebühren. Bin ich jetzt, ich glaube, knapp 3.000, 4.000 Euro oder so. Ja, aber für mich ist es halt einfach auch, ich muss halt jedes Mal Zeit reinstecken, ich muss das Screenshot schicken, ich muss da Argumente liefern, ich muss die Argumente oder die Schriftsätze freigeben, ich muss, wenn es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, muss ich da hinfahren, da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Insofern ist natürlich auch YouTube, ja, man kann natürlich jedes Mal dagegen ankämpfen und sagen, bitte, bitte, YouTube, gib mir wieder meine Reichweite zurück oder schalt meinen Kanal frei. Oder man muss halt einfach sehen, dass man anstatt da irgendwie bei YouTube ständig zu betteln, dass man sich Alternativen sucht. Und das mache ich auch. Und zwar, ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass alle Videos immer bei Library und bei Odyssey, das ist ja die gleiche Plattform, hochgeladen werden. Insofern hier nochmal der Aufruf, folgt mir unbedingt bei Telegram, da wird dann sowas immer gepostet, wenn irgendwas gesperrt ist und wo ihr dann die Videos auch findet, alternativ. Also ist natürlich schade, YouTube will ich hier nicht komplett aufgeben, ich muss mir das mal überlegen, wie ich das in Zukunft mache. Wahrscheinlich werde ich einfach nur die Trailer hochladen, wenn es dann Videos sind, die Gefahr laufen, gelöscht zu werden. Natürlich, ich habe jetzt knapp 55.000 Aufrufe, es sind auch viele Videos dabei, die immer noch relativ viel geklickt werden. Ich meine, alleine solche Videos wie Ricarda Lang. So, kaum spreche ich über Ricarda Lang, schon ist der Speicher voll und das Video bricht ab. Also, letztendlich, YouTube will ich natürlich nicht ganz aufgeben. Da habe ich viel Arbeit reingesteckt, um mir den ganzen Abonnenten zu erarbeiten. Habe da, ja, bei YouTube erreicht man natürlich auch noch immer andere als bei Library. Und ich finde es natürlich auch mal super schade, auch wenn ich bei Kollegen schaue, die haben sonst Zehntausende von Abonnenten gehabt und jetzt bei YouTube haben sie vielleicht 3, 4, wenn es mal gut läuft, 10.000 Aufrufe. Das ist natürlich ein Bruchteil von dem, was man sonst bei YouTube hat. Aber natürlich, hoffentlich wird sich das auch entwickeln, dass die Leute immer mehr zu Library Odyssey gehen. Ja, und bei YouTube ist nicht nur das Problem, dass Videos direkt, wenn sie dann trenden, schnell gelöscht werden, sondern bei mir war es jetzt Ende Februar, war es auch so, dass da tatsächlich Videos gelöscht worden sind, die 6 Monate alt waren. Das war einmal das Video von Heiko Schöning in Berlin bei der Corona-Demo und dann direkt das Video mit den Interviews von der Corona-Demo da am 29.08. Ja, und da auch, also ich weiß gar nicht, welcher YouTuber das war, aber irgendwo hatte ich das auch mal gehört, dass wenn, ja, da hatte jemand aus, ja, er hatte einfach Bedenken, er hatte 2 Warnungen, hatte dann Bedenken, dass er komplett gelöscht wird, hat alle Videos auf privat gestellt, in der Hoffnung, dass er dann nicht eine Sperre erhalten kann und eine 3. Warnung damit gelöscht wird. Und da war es dann so, dass YouTube trotzdem ein Video gesperrt hat und der Kanal da komplett weg war. So, und um das zu verhindern, habe ich jetzt tatsächlich, ich glaube, das letzte Video, die 14 Tage, sind schon irgendwie 10 Tage her, dass die abgelaufen sind, aber ich hatte jetzt noch den 16.03. abgewartet, damit diese 2 Verwarnungen rückgängig oder dass die letzte Verwarnung zurückgenommen wurde. Auf jeden Fall, jetzt habe ich nur 1 Verwarnung und ja, muss jetzt keine Bedenken mehr haben, dass mein Kanal ganz schnell gelöscht wird. Insofern, das war das kleine Update von mir. Nochmal unbedingt bei Telegram folgen. Ja, so. Ja, in der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Videos auf meinen Zweitkanal hochgeladen. Schaut auch unbedingt mal rein. Ich lade nochmal die Trailer, lade ich dann auch nochmal auf diesen Kanal hoch, dass ihr, falls ihr die noch nicht gesehen habt, da war es auch so, ich meine, das eine, da war ich dann mit Foxy an der Alster unterwegs und bei dem einen war ich dann, haben wir dann den Bürgermeister wieder angetan, habe da auch
glaube, alleine bei diesem Bürgermeister-Video habt ihr 2 Tage lang recherchiert, Video aufgenommen, geschnitten. Und dann hat es nur 1000 Aufrufe, ist natürlich, ich meine klar, 1000 ist natürlich auch nicht gerade wenig, aber wenn man sonst sieht, dass es dann mindestens 50.000, 20.000 Aufrufe hat, dann ja, denke ich mir auch, da kann ich auch schön in der Sonne sitzen und den ganzen Tag lesen und andere Sachen machen als da Videos. Aber das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, insofern vielleicht wird es ja auch bald bei Odyssey oder Library dementsprechend so eine Reichweite geben. Also, das war's von mir mit dem aktuellen Stand hier. Wie gesagt, folgt mir unbedingt bei Telegram und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.